Hallo, ihr wunderbaren Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Ihr könnt mein Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter antonialangsdorf.com. Die Infos findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung bei mir auch gewinnen in der Verlosung. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Der Oktober wird für euch ein Monat, in dem Freundschaften und Aktivitäten mit Gleichgesinnten unter guten Sternen stehen und euch tolle Anregungen liefern. Singles können neue Leute kennenlernen, wenn sie bei ihren guten Freunden eingeladen sind oder mit ihnen losziehen, um etwas zu unternehmen. Jetzt kommen wir zum Erlebnishintergrund erstmal und schauen uns das genauer an, was da bei euch so los ist im Horoskop. Ja, noch bis zum 10. Oktober habt ihr euren Herrscherplanet Jupiter in einem günstigen Sextil zu eurer Sonne stehen und dann läuft er in den Skorpion und damit in euer 12. Haus. Das ist so der wichtigste Transit und Aspekt überhaupt jetzt für euch im Oktober und dann auch das ganze nächste Jahr über. Also zunächst genießen noch die Geburtstagskinder, die zwischen dem 20. und 22. Dezember Geburtstag haben, das Sextil. Freundschaften, Verbindungen, Netzwerk, das steht alles unter guten Sternen und es macht euch auch erfolgreich. Ihr könnt gut präsentieren und werdet in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Genau, also das genießt das noch schön und dann kommt eben der Eintritt in den Skorpion und für den Schützen ist der Zeichenwechsel ihres Herrscherplaneten eine große Sache. Was Jupiter tut, hat einen direkten Einfluss auf die Schützegeborenen. Und er geht ja jetzt sozusagen in die Unterwelt des Skorpions, um dort einen Schatz zu heben. Jupiter wird sich bis November 2018 im 12. Sonnenhaus der Schützen aufhalten, also im Haus der Spiritualität. Besonders spirituell orientierte Schützen, für die beginnt jetzt eine Zeit, in der sie den Mystiker in sich entdecken können. Das kann durchaus mit einem Bedürfnis nach Rückzug verbunden sein, zum Beispiel um zu meditieren oder zu forschen, und das ist ganz normal. Eine Umstellung wird das vor allem für diejenigen schützen, die gerne im Rampenlicht stehen und ihr eigenes Charisma genießen. Und davon gibt es ja nicht wenige. Sie werden sich vielleicht zeitweise wie unsichtbar vorkommen und das Empfinden haben, dass es nicht mehr so leicht ist, ganz automatisch im Mittelpunkt zu stehen. Sie treten jetzt sozusagen eine Reise nach innen an und sollten das akzeptieren. Sie werden feststellen, dass sie das Abenteuer und den Kick in sich selbst finden und nicht so sehr in der Außenwelt. Mehr zu dieser Konstellation und was sie für euch bedeutet, könnt ihr euch in meinem Special Finde den verborgenen Schatz anschauen. Da bin ich auch genau auf den mythologischen Hintergrund eingegangen und zeige euch, was das eben bedeutet, wenn Jupiter in die Unterwelt steigen muss und auch über die Verbindung mit Neptun und Pluto. Und was es psychologisch bedeutet und auch finanziell. Genau. Ja, dann habt ihr ja das Quadrat von Neptun weiterhin. Das ist ein ganz langfristiger Aspekt für die Schützen. Und das ist nicht so ganz einfach, denn da geht es ja jetzt schon seit Jahren immer wieder um das Thema Wahrhaftigkeit und Täuschung. Diejenigen, die dieses Quadrat spüren, erleben entweder selbst, dass andere hinter ihrem Rücken was machen, oder sie sind vielleicht selber nicht klar. Das ist also immer wieder wichtig für euch, wenn ihr davon betroffen seid, dass ihr schaut, ob ihr richtig verstanden werdet und eben auch schaut, ob euer Gegenüber das auch so meint, was er gesagt hat. Also als Aspekt ist es ja erstmal ein Quadrat und kann einfach bedeuten, dass ihr betrogen werdet, dass hinter eurem Rücken etwas vor sich geht. Und dann im Sonnenhaus, da steht der Neptun in 4. Das kann also auch bedeuten, dass es Familienmitgliedern vielleicht schlecht geht oder dass es ein Familiengeheimnis gibt, was auch so ein bisschen so einen störenden Einfluss hat. Ist ja ein Quadrat, deswegen ist es ein etwas störender Einfluss. Da gibt es eventuell auch noch mal Grund, da sich das näher anzugucken. Kann auch sein, dass ein Familienmitglied einfach Hilfe braucht. Neptun steht auch dafür, dass man jemandem helfen muss und dass euch das von euren eigenen Plänen abhält. Ist also schon wirklich auch ein diffiziler Aspekt.
Natürlich bringt er viele Schützen auch in die Entwicklung zur Spiritualität hin, weil sie eben einfach merken, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigen, kommen sie besser damit klar. Außerdem kann es auch so ein Gefühl von Entwurzelung mit sich bringen. Ja, mancher Schütze hat so das Gefühl, dass er nicht mehr so recht weiß, wo er hingehört. Ne? Oder die Umstände sind so, dass man sich nicht mehr sicher fühlt in seinem Zuhause. Kann auch ganz konkret sowas sein, dass ihr einen Wasserschaden bei euch zu Hause habt. Naja, bevor ich das jetzt alles endlos aufzähle, schaut es euch auch nochmal bitte im Jahreshoroskop an. Da habe ich das auch nochmal ganz genau erklärt. Und sonst, wenn ihr wirklich mit Neptun zu tun habt, kommt doch einfach zu mir in die Beratung. Auf jeden Fall auf die Schütze Sonne geht der Aspekt jetzt für diejenigen, die zwischen dem 3. und dem 6. Dezember geboren sind. Und da ist ja dann auch noch das Halbquadrat zu Uranus hier dabei, der für euch im 5. Haus steht. Und das heißt, diese Geschichte mit den Internetflirts, die vielleicht nicht so ganz wahrhaftig sind, die betrifft euch eben auch. Und es könnte sein, dass ihr diejenigen seid, die anderen da was vormachen. Ja, also deswegen bemüht euch auch da, wenn ihr im Internet jemanden kennenlernt, wirklich um Wahrhaftigkeit, was ja eigentlich die Domäne des Schützen ist. Der ist ja eigentlich sehr ehrlich und sehr authentisch, dass ihr da nicht versucht, jemand zu sein, der ihr gar nicht seid. Ja, dann habt ihr ja noch weitere Aspekte. Also dann haben wir den Uranus. Ich hatte mir hier noch was für euch aufgeschrieben. Genau, zum Trost mit Neptun im 4. Haus. Nämlich, das ist langfristig eine große Chance, eure wahren spirituellen Wurzeln zu finden, ne? Weil es ja eben hier um die Entwurzelung gehen kann mit Neptun im 4. Haus. Dann habt ihr ja nun schon fast 3 Jahre den Saturn in eurem Zeichen stehen. Und da habe ich die gute Nachricht, dass das bald zu Ende geht. Im Dezember wird Saturn aus eurem Zeichen rausgehen. Noch steht er drin und beschäftigt jetzt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 18. Geburtstag haben. Und ihr wisst ja, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, Saturn ist eine Phase der Läuterung, der Anstrengungen, der Hindernis und der Prüfungen vor allen Dingen. Saturn prüft euch ganz stark, ob ihr an euch selbst glaubt und an eure Möglichkeiten und ob ihr auch an dem festhaltet, was ihr euch vorgenommen hattet. Das ist durchaus ein schwieriger Transit, aber wenn man das dann wirklich auch durchgezogen hat in der Zeit, dann kommt nachher dann auch wirklich die Erkenntnis, dass man doch viel erreicht hat und dass man an einer Zukunft gebaut hat. Genau. Und dann steht ja dicht dabei die Lilith, die beschäftigt jetzt die Geburtstagskinder zwischen dem 14. und 17. Dezember. Das ist nun wieder was ganz anderes als Saturn, weil Lilith ja eigentlich so was Wildes hat und diejenigen, die unter dem Einfluss stehen, jetzt vielleicht eher dazu neigen, aus den Konventionen auszubrechen, während hier die Saturn-Betonten eher von dem Planet dazu aufgefordert werden, sich an die Regeln zu halten. Wollen sich die Lilith-Schützen im Moment überhaupt nicht an die Regeln halten und wirken dadurch aber auch sehr spannend und interessant. Aber wenn ihr unter dem Einfluss von Lilith steht, kann es auch sein, dass ihr jetzt Beziehungen anfangt, die so ein bisschen unpassend sind oder vielleicht auch eine Affäre anfangt, weil ihr geneigt seid zu experimentieren oder einfach euren Instinkten zu folgen. Ist schon auch ein sehr spannender Aspekt, ist auch sehr politisch. Übrigens, Lilith Schützen ist immer sehr, da passiert immer ganz viel in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen oder auch Schwächere und Stärkere, sich für einsetzen für Schwächere. Und das hat politisch oft eine ganz brisante Note. Und das ist ja wieder auch für viele Schützen interessant, die sich dafür interessieren oder selbst sogar politisch sich einsetzen. Wie gesagt, das sind jetzt die Geburtstagskinder vom 14. bis 17. Dezember. Da kann ich euch auch mehr dazu sagen, wenn ihr zu mir in die Beratung kommt, weil über Lilith weiß ich ganz viel. Dann haben wir noch das Trigon zu Uranus, der hier für euch im 5. Haus steht, habe ich ja schon erwähnt. Also ihr seid hier so mit diesem Internetflirt. Da seid ihr doppelt mit beschäftigt mit den beiden Planeten. Das ist eigentlich ein guter Aspekt, der macht euch sehr kreativ und lässt euch auch zu sexuellen Experimenten neigen und ist sehr, sehr prickelnd. Und die Geburtstagskinder zwischen dem 18. und 21. Dezember, die den da jetzt stehen haben, die können sich sicherlich über mangelnde Flirtchancen nicht beklagen. Weitere Informationen über diese langfristigen Transite findet ihr auch nach wie vor im Jahreshoroskop für 2017. So, jetzt schauen wir in die aktuellen Konstellationen. Am 1. Oktober geht es sehr gut los für euch, denn Sonne, Merkur und Jupiter stehen ja noch in der Waage und das Ganze in Opposition zu Uranus ist sehr, sehr prickelnd für euch.
Und vor allem jetzt hier für die dritte Dekade, aber die anderen, die kriegen auch gut was ab. Und das macht euch inspiriert. Ja, ihr habt gute Ideen, ihr seid im Gespräch total mitreißend. Und das ist natürlich auch immer gut für eure Beziehungen, denn andere Leute reagieren da jetzt ganz positiv auf euch. Genau, Venus und Mars stehen für euch im 10. Haus. Das ist ein guter Aspekt für die Karriere. Die Liebe kann euch jetzt in der Chefetage erwischen, ne? Aber müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, sage ich auch gleich warum. Vielleicht seid ihr auch einfach nur unglaublich inspiriert und kreativ, was euer Fortkommen angeht. Dann ist der Vollmond für euch ein Top-Tag. Also diese ganze Flirt-Energie und diese inspirierte Energie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond am Donnerstag, den 5. Oktober. Und das ist für euch, wie gesagt, ein Top-Tag, weil es hier auf der Achse Widder-Waage stattfindet und das ist ein super Aspekt zur Schützesonne. Und außerdem haben wir hier noch die romantische Konstellation zwischen Venus und Mars und die inspiriert wahrscheinlich besonders die kreativen und künstlerisch tätigen Schützen zu großartigen Ideen, die ihrer Karriere nutzen. Deshalb, wie gesagt, glaube ich, dass das für euch ein Top-Tag ist. Flirten oder sich der Karriere widmen, je nachdem. Auf jeden Fall habt ihr dann gut zu tun, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt. So, und jetzt sage ich euch, warum ihr auch ein bisschen vorsichtig sein sollt, wenn ihr Anfang des Monats vielleicht einen Flirt habt, auch in der Chefetage, weil wir nämlich ab dem 6. Oktober und dann bis zum 11. eine etwas kritische Zeit haben. Da gibt es eine Ernüchterung hier von der Venus her auf den Saturn, der steht ja bei euch im Zeichen. Also, da könnte sich zum Beispiel jemand von euch beflirtet gefühlt haben hier in der Chefetage und ihr habt das vielleicht gar nicht so gemeint, aber die Person fühlt sich jetzt belästigt. Ja? Am Anfang war der Flirt vielleicht ganz toll und auf einmal denkt die Person, ihr habt sie nur belästigt. Das wäre zum Beispiel so eine Entsprechung. Deswegen, wenn ihr da einen Flirt habt am Anfang des Monats, seid lieber vorsichtig und wartet diese Phase noch ab bis zum 11. Oktober. Wenn danach es weiter prickelt, dann ist das schon eher okay. Aber am Anfang könnte es eben sein, dass ihr einen Reinfall damit erlebt. Und das wäre ja schade. Und dann kommt noch die Lilith dazu, die sehr provokant wirkt. Ja, da können sich eben auch Leute von euch einfach provoziert fühlen. Und vielleicht stellt sich dann eben raus, dass ihr vielleicht auch falsche Signale ausgesendet habt. Das ist jedenfalls ganz schön schwer für die Schützen im Moment, denn mit Lilith im eigenen Zeichen wirken sie ja einfach provokant, ohne es zu wollen. Versucht erst gar nicht, euch zu rechtfertigen oder die Wogen zu glätten. Wartet einfach ab und glaubt an euren Weg. Schon in ein paar Tagen sieht es wieder besser aus. Dann kommt ja am 10. Oktober die Konstellation, wo der Jupiter dann in den Skorpion eintritt. Und ich habe euch das ja vorhin schon im Erlebnishintergrund beschrieben. Und sonst schaut doch noch mal in das Special Finde den verborgenen Schatz, wie sich das für euch auswirken kann. Drumherum haben wir eine Menge Spannungsaspekte. Streitet euch in diesen Tagen möglichst nicht mit dem Partner ums Geld. Ja, dann haben wir einen Top-Tag am Samstag, den 14. Da geht die Venus ins Zeichen Waage, wird die Stimmung insgesamt auch wieder besser und lockerer und die steht dann auch sehr günstig für euch im Haus der Freunde. Und ja, das bedeutet einfach, dass ihr vielleicht eine Einladung kriegt von jemandem, der Geburtstag feiert oder dass ihr einfach so eine gute Zeit mit euren Freunden habt. Dann haben wir hier gleichzeitig eine Konstellation mit Merkur und Uranus, die bringt gewagte Ideen, macht auch ein bisschen nervös, bringt vielleicht auch gewagte Flirts. Also mit Lilith noch dabei, seid ihr wahrscheinlich wieder mal bereit, euch auf brandheiße Situationen einzulassen. Die Venus hier im Haus der Freunde zeigt aber eben auch die schöne Zeit mit den Freunden und davon habt ihr ja sicher viele. Für Singles können tolle Flirts entstehen, wenn sie sich in Clubs oder Vereinen oder Interessengruppen engagieren. Und das ist eben für euch ein Top-Tag, weil der Mond hier eine harmonische Verbindung zwischen all diesen aufregenden Konstellationen schafft, sodass ihr in der Liebe dann auch mit einem Happy End rechnen könnt. Am 17. Oktober geht dann der Merkur in den Skorpion, für euch ins 12. Haus, trifft sich da mit Jupiter. Und die Sonne geht gleichzeitig in die Opposition hier zu Uranus. Das ist schon ein Tag mit recht aufregenden Impulsen auch. Und dann haben wir am 19. Oktober den Neumond auf 26 Grad Waage. Und das Thema dieses Neumonds ist ja erwartet das Unerwartete.
Das ist ja eigentlich, liegt ja eigentlich ganz auf eurer Linie, ne? Weil ihr lasst euch auch gerne überraschen. Also seid offen für neue Ideen und neue Lösungen, wagt das Abenteuer oder beginnt eben auch die innere Schatzsuche. Für euch können ganz unerwartete schöne Impulse aus dem Freundeskreis kommen. Aber natürlich ist es auch sehr wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt, dass der Jupiter jetzt in euer Haus der Spiritualität geht. Wie wollt ihr diesen Transit für euch nutzen? Darüber könnt ihr auch zu diesem Neumond meditieren. Während dieser Phase habe ich zwei Top-Tage für euch gefunden, nämlich Mittwoch, den 18. und Donnerstag, den 19. Oktober, also auch den Neumond selbst, weil das nämlich eine ganz wichtige Phase ist, um euch auf den Übergang von Jupiter in den Skorpion einzustimmen. Und es kann euch dabei helfen, dass Sonne, Mond und auch die Venus euch aus der Waage heraus dabei unterstützen. Am 22. Oktober geht dann auch der Mars in euer 11. Haus der Freunde und in die Waage, und da steht ja auch schon die Venus. Das könnte zum Beispiel heißen, dass eure Freunde euch verkuppeln wollen. Vielleicht kann es auch sein, dass es eine heiße Affäre gibt mit dem Mann oder mit jemandem, der für euch bisher immer nur ein guter Freund war. Wenn ihr darauf achtet, dass dadurch keine Gefühle verletzt werden, werdet ihr auch in den nächsten Tagen noch viel Spaß mit dieser Konstellation haben. Am 23. Oktober morgens gegen 7:30 tritt dann die Sonne ins Zeichen Skorpion ein und trifft sich dort am 26. Oktober auch hier mit Jupiter. Und das sind dann noch mehr gute Impulse für eure spirituelle Entwicklung. Dann haben wir noch mal eine kritische Phase, weil am 26. die Venus hier ins Quadrat zu Pluto geht. Und das ist dann auch sehr emotional, weil der Mond dabei ist. Da solltet ihr dann in Beziehungsfragen keine radikalen oder endgültigen Entscheidungen treffen. In eurem Fall kann es zum Beispiel eine Geldangelegenheit sein, ja? Vielleicht habt ihr einem Freund Geld geliehen und daraus entsteht eine unangenehme Situation. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ihr dann im November wiederbekommt, was euch zusteht. Ja, und am 31. Oktober, da feiern wir dann Halloween bzw. das dem zugrunde liegende keltische Fest Samhain. Die Konstellationen sind diesmal sehr spirituell und passend zu dem Fest. Darauf bin ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober noch ausführlich eingegangen. Für eure Sterne heißt das, die stehen gut, wenn ihr euch zurückziehen wollt, um die spirituelle Energie des Samhain-Festes anzuzapfen. Aber mit Venus und Mars hier in der Waage in einem super Aspekt zum Schützezeichen werden sich wahrscheinlich Freunde bei euch melden, die mit euch zusammen ausgehen und feiern wollen. Ihr könnt es euch aussuchen, wie ihr dieses besondere Fest feiern wollt. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt, und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch doch auf jeden Fall noch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist natürlich auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen sehr, sehr wichtig. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.